Mit UV macht man aktuell so viele Coins, es ist so krank einfach. Ich habe gestern im Stream einfach nur gezockt, nebenbei habe ich meine UV-Liste laufen lassen und so viele Münzen gemacht, obwohl ich nur gezockt habe. Ihr könnt das auch und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch heute. Also meine Freunde, schaut euch mal bitte meine Transferliste von gestern an. Wir haben hier so viele Spieler, die ich überteuert wegbekommen habe. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das Ganze habe ich dann sogar noch ausgeweitet. Ihr seht, ich hatte hier über 70 Verkäufe und das nur gestern. Gestern an einem Abend, wo ich eigentlich nur gezockt habe. Ihr seht jetzt 73 Verkäufe, geisteskrank. Und wie ich das gemacht habe, erkläre ich euch heute. Also Freunde, klären wir erstmal das Wort UV auf. Was bedeutet UV? UV ist eine Abkürzung und steht für überteuert verkaufen. Ihr seht hier zum Beispiel, dass ich Rashford für 29.000 Münzen verkauft habe. Und schauen wir uns mal seinen Preis auf dem Transfermarkt an. Und da sehen wir, der kostet eigentlich nur 24.000 Münzen. Ich habe ihn aber 5.000 Münzen für 29.000 Münzen verkauft bekommen. Das heißt, ich habe da saftige 5k Gewinn gemacht mit nur einem Spieler. Ihr müsst da nur die richtigen Spieler für finden. Ihr müsst zu den richtigen Zeiten einkaufen, zu den richtigen Zeiten verkaufen, zu den richtigen Preisen verkaufen. Und das alles zeige ich euch heute. Also meine Freunde, auf der Konsole habt ihr ja 100 Plätze auf eurer Transferliste. Wer noch nicht die Ultimate Edition hat, der hat halt nur 30, aber mit 30 klappt es genauso. Und im Idealfall füllt ihr eure 30 bzw. eure 100 Plätze komplett aus. Das heißt, ihr stellt wirklich 30 oder 100 Spieler UV auf den Transfermarkt drauf. Davon werden bestimmt nicht alle weggehen, aber ich sag mal, wenn ihr 100 draufstellt, gehen davon 20 bis 30 locker weg. Bietet die Liste dann einfach 2-3 Mal am Tag an und ihr solltet eigentlich das meiste verkauft bekommen. Also bei der UV-Methode stellen wir einfach Spieler teurer drauf, als sie eigentlich kosten. Warum funktioniert das Ganze? Leute gehen einfach so auf den Transfermarkt drauf, schauen sich an, hier haben wir einen Rashford. Was kostet der? Hier ist der billigste für 25.000 Münzen drauf. Kauf mir einfach ab. In den meisten Fällen wird dann auch nochmal auf den Chemistry-Style geachtet. Also ihr seht ja hier, viele Rashfords haben hier keinen Chemistry Style, wir haben aber hier einen mit Chemistry Style und wir haben hier noch einen mit Chemistry Style. Versetzt euch einfach mal in die andere Lage von einem Käufer. Der geht auf den Transfermarkt, will sich einen Rashford kaufen. Es geht hier so die Preise durch, okay, 25.000 Münzen ist der billigste. Hier haben wir einen mit Chemistry Style, aber für 32.000 Münzen, 7.000 Münzen für Chemistry Style. Bezahlt natürlich niemand, dann gehen die so die Preise durch. Hunter, okay, 29.000 Münzen, ist in Ordnung, kaufen wir. Das heißt, die Leute auf dem Markt sind einfach faul und kaufen deswegen teurer ein. Und das können wir dann ausnutzen. Es gibt natürlich einige Hinweise, die man beachten sollte. Und welche, die zeige ich euch jetzt. Zunächst einmal geht ihr auf Footbin. Dann geht ihr auf die Spieler und sucht euch hier die beliebten Spieler raus. Hier seht ihr jetzt 100 Spieler sortiert nach der Beliebtheit. Haaland ist zum Beispiel die beliebteste Karte aktuell. Jesus zweitbeliebteste, Rashford drittbeliebteste. Das heißt, diese Karten sind sehr häufig auf dem Markt nachgefragt und die werden auch abgekauft. Je nachdem, wie viele Coins ihr jetzt zur Verfügung habt. Sagen wir mal, ihr habt 100.000 Coins. Dann würde ich euch empfehlen, so Spieler, die maximal 10.000 Münzen kosten, auf die UV-Liste zu packen, sodass ihr euch mindestens 10 Spieler auf die Transferliste hauen könnt. Im Idealfall kauft ihr euch natürlich Spieler, die weniger kosten, so 1.000, 2.000, 3.000 Münzen. Das ist so der beste Fall, weil dann könnt ihr so viel Profit wie möglich rausholen. Nehmen wir einfach mal Nunes als Beispiel. Er kostet laut Footbin 9.700 Münzen. Wir gehen jetzt auf den Transfermarkt und checken erstmal ab, ob der Footbin-Preis überhaupt stimmt. 9.700 Münzen. Passt. Geht sogar für etwas mehr weg, für 9.800 Münzen. Jetzt der zweite Schritt. Ihr macht keinen Filter rein und geht jetzt einfach mal die Seiten durch und schaut nach, für wie viel der so angeboten wird auf der ersten Seite. Und wir sehen hier, wir haben 13.000 Münzen, 12.000, 13.000, 12.000 und 11.000. Und hier habt ihr das perfekte Beispiel. Ich sag's euch, UV ist die Meta dieses Jahr. Das perfekte Beispiel. Ihr bekommt den für 9.800 Münzen als Sofortkaufpreis. Leute kaufen den für 11.000 Münzen ab. Wirklich das perfekte Beispiel war das gerade. Und ihr seht es hier, wenn ihr den zu einem hohen Preis reinstellt, also 13.000 Münzen sind halt über 3.000 Münzen mehr als der übliche Marktpreis. Das ist natürlich zu viel. Ihr dürft bei UV nicht komplett übertreiben. Das heißt, wir gehen jetzt auf den Transfermarkt und versuchen uns einen Nunes zu snipen. Für 10k bekommen wir den ganz locker. Ich würde euch empfehlen, ein bisschen billiger zu snipen, damit ihr noch mehr Profit habt. Snipen klappt sehr, sehr gut aktuell. Hier haben wir einfach 5k drauf bekommen. Ey, das ist geisteskrank, ne? Versucht einen Spieler mit einem Chemistry-Style zu bekommen. Hunter ist natürlich ideal, bei den Verteidigern ist Shadow ideal. Aber ich sag mal so, jeder andere Chemistry-Style ist auch in Ordnung. Wir haben jetzt hier einen bekommen. Mit, was ist es? Deadeye, glaube ich. Wir haben den jetzt für 9.800 Münzen bekommen. Ihr müsst immer bedenken, 5% gehen natürlich an EA. Das bedeutet, wenn ihr einen Spieler für 10k draufstellt, bekommt ihr nicht 10k für den Spieler, sondern nur 9.500 Münzen, weil 5% gehen immer an EA. Und was machen wir jetzt? Wir können den Nunes einfach teurer draufstellen. Ihr habt auf der ersten Seite eben gesehen, die meisten Karten wurden so für 13.000 Münzen angeboten. Die einzige Karte, die dann weggegangen ist, die war auch billiger, war der für 11.000 Münzen. Das heißt, wir bieten unseren mal so für
11.750 Münzen an. Das sind 2.000 Münzen mehr als Einkaufspreis. 500 Münzen gehen natürlich an EA. Das heißt, wir haben hier 1.500 Münzen Gewinn, wenn er weggehen sollte. Und jetzt gehen wir wieder auf Footbin und suchen uns unseren nächsten Spieler aus. Freunde, bevor wir weitermachen, ich bin ab 14 Uhr live auf Twitch. Kommt da gerne vorbei, wir quatschen ein bisschen, zocken, traden. Und wenn euch das Video natürlich gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ihr merkt es, aktuell kommt jeden Tag ein YouTube-Video. Von daher abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Morgen kommt ein sehr, 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 sehr wichtiges Video. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen, sonst werdet ihr sehr, sehr viele Coins verlieren. Von daher lasst gerne ein Abo da und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Video. Wir haben hier einen Chouameni, der 9000 Münzen kostet. So, wir schauen erstmal nach, ob der Footbin-Preis stimmt. Das ist ganz wichtig. Ja, 9600 Münzen stimmt auf jeden Fall. Wir werden den wahrscheinlich für, ja, so 9,7, 9,8 bekommen wir den. Wir schauen jetzt nach, was so auf der ersten Seite an Preisen geboten wird. Und wir haben hier 12.000, 13.000, 12.000. Also auch schon überwiegend teurere Spieler und sehr, sehr viele ohne Chemistry Style. Und ihr seht, hier ist auch fast keiner weggegangen, weil die alle keinen Chemistry Style haben. Und der billigste war halt so bei 12,5. Ja, ohne Chemistry Style, das sind halt knapp 3.000 Münzen mehr ohne Chemistry Style. Wir hatten hier einen für 12.000 mit Shadow. Wundert mich, dass der nicht weggegangen ist. Aber wie gesagt, es ist natürlich nicht garantiert, dass beim ersten Mal anbieten alles weggeht. Ich denke, wenn er den nochmal anbietet, sollte er locker weggehen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder auf den Transfermarkt, versuchen uns ein Chouameni zu snipen. Natürlich mit Chemistry Style, damit unser hervorsticht aus der Masse. Zack, mit Shadow 9.500. Ideal. Den stellen wir für 12.000 Münzen oben drauf. Das sind 2.500 Münzen Gewinn. Nach EA-Gebühren sind es 2.000 Münzen in unsere Tasche. Abfahrt und weiter geht's. Wir schauen uns nochmal ein paar billigere Karten an, weil ich denke, nicht so viele von euch haben viele Münzen und traden dann eher mit, ja, Spielern, die 1.000, 2.000, 3.000 Münzen kosten. Da haben wir zum Beispiel einen Kamavinga auf der Liste. Den schauen wir uns an. Hier dürfen wir natürlich nicht zu große Aufschläge machen, wenn wir einen Kamavinga für 1.000, 2.000 Münzen mehr draufstellen. Wird er vermutlich nicht so gut weggehen. 2,8 war der Footbin-Preis. Er geht für 2,9 ganz locker über den Tisch. Wir machen den Filter raus, schauen uns an, für wie viel diese auf der ersten Seite angeboten werden. Wir haben hier einen für 3.200 Münzen, aber ohne Chemistry Style. Wir haben hier generell gar keinen mit Chemistry Style. Hier auf der zweiten Seite haben wir welche und schaut euch mal die Preise von denen an. 3.400, 3.700, 7.300, 4.100, wir haben hier einen für 3.300, der könnte vielleicht gleich weggehen. Das heißt, hier müssen wir auch ganz, ganz dringend auf den Chemistry Style achten, am besten mit einem Shadow. Wenn ihr den Mann mit einem Shadow gesniped bekommt, dann ist es schon wieder dieser Jackpot-Modus und wir haben hier ein... Nein! Erster Versuch, ich fasse es nicht. Auf jeden Fall, den stellen wir jetzt so für 4.000 Münzen oben drauf. Ihr habt ja eben die Preise gesehen, Spieler mit einem Chemistry Style waren alle so für mindestens 4.000 Münzen oben drauf. Das heißt, wir stellen unseren für 4.000 Münzen drauf. Das sind 1.000 Münzen Gewinn. Und so füllt ihr jetzt eure Liste nach und nach auf. Ihr geht hier wirklich diese Footbin-Liste einfach von oben nach unten durch. Ihr packt euch hier einen Fred auf die Liste, einen Osimhen. Was haben wir noch an billigen Spielern? Toni Kroos natürlich nicht, Jungs. Ganz, ganz wichtig. Den will keiner haben, der hat 53 Tempo. Das müssen natürlich auch sehr spielbare Karten sein. Ich weiß gar nicht, wieso der hier in der Liste überhaupt drin ist als beliebte Karte. Inaki Williams wird 1 AÜV weggehen. Lemar wird 1 AÜV weggehen. Richarlison könnte sehr gut klappen. Adama Traoré. Wir haben einen Akanji, der nur 6.000 Münzen kostet. Den kann man so für 7,5 draufstellen. Bremer von Juve. Generell neue Transfers, also Spieler, die zu einem neuen Verein gewechselt sind, gehen immer sehr, sehr gut IV weg, weil sie natürlich auch ein bisschen Hype haben. Den könnte man locker für 8.000 Münzen verticken. Joe Gomez, die Karte ist absolut OP. Snipe den euch so für 13.000 Münzen, packt ihn für 15.000 Münzen auf den Markt drauf. Pogba würde ich eher nicht auf die Liste hauen, der hat halt wirklich nicht viel Tempo. Dann Juma geht fit, Kimmich geht auch nicht fit. Lucas Moura geht sehr gut klar, Guardiol wird 1A funktionieren. Ansu Fati mit einem Chemistry Style drauf da. Bei Rodri Finger weg, Matheus Cunha drauf da. Diego Carlos, da müssen wir mal nachschauen, ob die Price Range angepasst wurde. Die wurde tatsächlich angepasst, das heißt, den könnte man auch bestimmt IV verkaufen. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe noch Münzen, ich bin aber schon die komplette Liste durchgegangen, ich kann mir hier keine Spieler mehr kaufen, weil sie sonst zu teuer sind, ich habe aber noch so 10.000, 20.000 Münzen, dann geht ihr mal auf die Spieler und klickt hier auf diese Flamme. Ihr wählt natürlich nur die Goldkarten aus, ne? Mit Icons lässt sich es natürlich nicht so gut traden. Und dann könnt ihr hier die Liste weiter durchgehen, hier werden euch ja noch viel, viel mehr Karten angezeigt. Ihr seht es hier unten, es geht hier teilweise bis Seite 19. Wir gehen einfach mal so auf Seite 4. Hier haben wir einen Sinister an Schlotterbeck, der by the way am Freitag eine OTW-Karte bekommt. Das heißt, der wird jetzt in den nächsten Tagen vermutlich auch noch ein bisschen anziehen. Ein DK 2000 Münzen, super Karte. David Neres könnte ganz gut weggehen, vor allem mit einem Position Change. Darauf könnt ihr auch mal achten. Das Ganze funktioniert halt mit Karten, die wirklich sehr, sehr beliebt sind.
noch viel, viel besser. Schauen wir uns einfach mal einen Zaha an. Der ist natürlich auch etwas teurer, aber ich will es euch einfach mal nur kurz demonstrieren. Der kostet 20.000 Münzen als linker Flügel. Der hat aber als Nebenposition auch MS. Und es wird auch der ein oder andere den Zaha im Sturm spielen wollen, weil der 5 Sterne Skills hat. Und gehen wir mal hier auf den Transfermarkt. Wir machen mal den Filter raus und schauen uns an, für wie viel der so weggeht. 22,75, 22k, aber ohne Chemistry Style. 24, 23, also den kann man locker so für 23 verticken und der kostet nur 20k auf dem Markt. Das heißt, wir snipen jetzt einfach für den Preis vom linken Flügel den Zaha, weil ihr werdet gleich sehen, es wird safe, sehr schnell einer reinkommen als Mittelstürmer. Da haben wir es, zack, haben wir bekommen für 20k glatt. Ohne Chemistry Style leider. Was machen wir in solchen Fällen? In solchen Fällen fügen wir den Spieler zu unserem Team hinzu und geben den einfach mal selber einen Chemistry Style. Das muss jetzt auf keinen Fall der teuerste sein. Ich gebe den einfach mal Marksman, davon habe ich viele im Verein. Und jetzt stellen wir unseren Zaha einfach für, ja, ich würde sagen, 23.000 Münzen auf den Markt. Dann haben wir lockere 3k Gewinn. Nach EA-Gebühren sind es nur 2. Und die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Freunde, Kamavinga ist auch schon weggegangen. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass er so schnell weggegangen ist. Ich habe den ja 1000 Münzen teurer draufgestellt. Also hier habt ihr auch nochmal den Live-Beweis. Also das schockt mich gerade wirklich, weil der ist nach 10 Minuten weggegangen. Ihr seht ja hier die Spieler, die ich davor angeboten habe. Werner war ja davor der Fall. Ist gerade mal 10 Minuten auf dem Markt. Das heißt, Kamavinga ist in unter 10 Minuten weggegangen. Also das wundert mich jetzt wirklich. Und wenn natürlich ein Spieler weggegangen ist, dann kauft ihr euch den einfach nach. Ich habe gerade mal aus Interesse nachgeschaut, für wie viel Kamavinga der mit einem Shadow weggeht. Und die meisten sind hier für 5000 Münzen gelistet. Das heißt, wenn wir unseren so für 4,7 oder so draufstellen, sollte der eigentlich ganz locker weggehen. Also gerade kommt irgendwie gar keiner auf den Markt mit Shadow. Deswegen würde ich sagen, ja, kaufen wir uns den einfach ohne Shadow. Ah, der geduldige Hase. Der geduldige Hase. Ich wollte gerade abbrechen. Ich wollte wirklich, genau nach dieser Suche wollte ich abbrechen. Und dann kommt er für 2700 Münzen auf den Markt. 2000 Münzen Gewinn. Der geduldige Hase. Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg. Also meine Freunde, wir haben jetzt hier noch die Spieler auf der Liste, die wir jetzt hier live im Video eingekauft haben. Ich werde euch in meine Instagram-Story posten, ob die Spieler weggegangen sind oder nicht. Von daher schaut gerne auf Insta vorbei. Wenn ihr jetzt das Video seht, müsste die Story schon online sein. Schaut da gerne vorbei, überzeugt euch selber. Und ja, meine Freunde, schaut wie gesagt gerne auf Insta vorbei. Dort werdet ihr sehen, dass die Spieler auch wirklich weggehen. Kommt gerne gleich im Stream vorbei. Ich bin auf jeden Fall jetzt live auf Twitch. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben zum Gameplay oder zu Trading, kommt einfach im Chat vorbei. Wir quatschen ein bisschen. Und ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder gleich im Stream wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao, ciao.